Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Ja, guten Tag. Die Workshops sollten vor allem das historische Wissen über die Technik vermitteln, aber auch dieses technische Verständnis, das uns ermöglicht hatte, mit diesem Equipment überhaupt zu arbeiten, nachdem wir es in die Hand bekommen haben. Wie Anja schon sagte, ist das Teil an meiner persönlichen Kollektion, Sammlung. Diese Stereoskopenapparate bildeten die Grundlage für die Führung des Workshops. Ich erzählte im Rahmen des Workshops, dass diese Fototechnik nahezu so alt ist wie die Fotografie selbst. Man nimmt ja dieses Datum von 1826 als die Geburtsstunde der Fotografie, wobei bereits 1850 bei der Weltausstellung in London die ersten Stereoskoptechnik gezeigt hatte. Sie war in den Salons der Zeit sehr populär. Insbesondere am Anfang des 20. Jahrhunderts. Das war wohl eine Technik, die zum ersten Mal wahrscheinlich im vollsten Maße die Welt zeigte. Stereoskoptechnik hat die Welt sicherlich noch klarer gezeigt. Wir haben von der Idee her mit Analogtechnik gearbeitet. Und dafür alte Kameras benutzt. Die ältesten kamen aus den 30ern. Aber vor allem war das eine Ausrüstung aus den 50ern. Eine weitere Zeit, in der diese Fotografie sehr populär gewesen ist. Sie entstand auf den klassischen schwarz-weißen Negativen. Ganz normal, ganz klassisch für die Fotografie, analoge Fotografie zumindest. Ich dachte, wir wollten da noch ein bisschen rumexperimentieren, wenn wir die Barriere des Beginner-Levels überschreiten, dass wir dann vielleicht imstande sein werden, verschiedene größere Bilder zusammenzulegen, zum Beispiel aus kleineren Teilen. Aber insgesamt ist es wohl den Mitgliedern am besten gelungen, verschiedene Bilder zu erstellen, ja, Bildereien. Ich glaube, wir haben 30 Stereoskopen hier ausgestellt. Typischerweise haben wir viel mehr davon erstellt. Vielleicht werden wir einmal imstande sein, eine solche Präsentation in einer noch anderen Technik durchzuführen. Es ist nur ein Weg, die dritte Dimension in 2D-Bilder zu bringen. Man kann das in einem beliebigen Format auf Papier aufdrucken oder auf ein anderes Material. Und dann zum Beispiel über eine 3D-Brille anschauen. Man kennt das ja, diese rot-grünen rot-blauen. Ja? Das wäre dann eine Anaglyph-Technik. Die hier auch gezeigt wird übrigens. So, ich verlese jetzt mal die Teilnehmer und lade nach vorne ein. Ah nein, ohne vorzulesen. Kommt einfach vor. All die teilgenommen haben. Wir sind hier, glaube ich, nicht alle dabei. Aber ich glaube, die meisten von uns. Ich glaube, die Bilder sind jetzt nicht an die einzelnen Autoren geknüpft. Wenn Sie Fragen haben über die Fotos, fragen Sie einfach die einzelnen Autorinnen und Autoren. Also vielen Dank. Vielen Dank an die Postleiter. Es war eine enorme Arbeit. Wir waren back to the roots, ja, also wir sind zurückgekehrt zu den Grundlagen. Unter anderem haben wir Bilder in der Dunkelkammer beleuchtet. Oder belichtet, sorry. Die Workshops waren sehr reaktiv, ja, die Leute haben sich gerne engagiert.
Wenn es hier zum Beispiel um Stillnaturen geht, sieht man sie hier. Ein Stück weiter haben wir klassische Szenen. Das erinnert schon so an die Basics der Fotografie.